Scharia, Kalifat. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Nerven übrig. Schon wieder Scharia, schon wieder Kalifat bei Markus Lanz. Menschen, die vom ersten Tag ihrer Ankunft hier in diesem Land erkennbar nur Mist machen, die möchte ich in dieser Gemeinschaft nicht haben. Es geht hier auch um Sylt und es ist heute eine historische Sendung. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Historischer Moment. Wir hatten noch nie 4 Muslime in einer Sendung. Und weil das Ganze so historisch war für Markus Lanz, beschreibt er doch gleich mal, wie offen die muslimische Kultur hier ist, um an solchen Debattenformaten teilzunehmen. Nicht einfach diese Runde zu besetzen, weil es so viele Absagen gehagelt hat. Ich glaube, wie noch nie. Überrascht Sie das, Herr Mansour? Die Frage, wer hat abgesagt? Viele Verbandsvertreter genau. Zum Beispiel. Erstaunlich viele. Also diese Erfahrung überrascht mich überhaupt nicht. Diese Erfahrung mache ich seit mehr als 10 Jahren. Es überrascht ihn überhaupt nicht. So, jetzt kommt aber jemand, den kennt ihr sicherlich schon von einer letzten Sendung, wo es einen Eklat gab, wo es um das Kalifat ging. Hier ist wieder die Rundfunkrätin Hübsch vom Hessischen Rundfunk. Ich kann schon verstehen, warum man nicht so wahnsinnig Lust hat, in so einer Runde zu sitzen. Habt ihr das gehört? Sie kann es verstehen, dass man nicht so wahnsinnig Lust hat, in so einer Runde zu sitzen. Dabei ist sie selbst Rundfunkrätin beim Hessischen Rundfunk und zeigt Verständnis dafür, dass man auch in Sendungen des Hessischen Rundfunks sich selbst nicht gerne hinsetzt. Das ist wirklich ein Schmankerl, aber es wird ja natürlich immer unterschlagen, was diese Leute eigentlich beruflich so machen. Aber wir kommen hier direkt mal in eine erste Streitsituation. Versetzen, ja, und sagen, du musst dich entscheiden, entweder für den deutschen Rechtsstaat oder für deine muslimische Identität. Nein. Das gehört zusammen. Ja, und die Scharia sagt ja, du musst dich an die Gesetze des Landes halten. Klar. Und ich glaube, deswegen sind so Studien auch nicht so günstig. Sie werden ja dafür auch gerade scharf kritisiert von ihren Kollegen, die sagen, sie haben da so Fragen gestellt, wo letztendlich die Menschen... Also das sind standardisierte Fragen, die man auch an Christen stellt. Aber ein Christ würde im Zweifel sagen, mein Glaube ist mir wichtiger als vielleicht irgendein Gesetzbuch, aber das heißt nicht, dass ich mich nicht an die Gesetze des Landes halte mich daran. Habt ihr gehört, wie kratzbürstig Frau Hübsch hier unterwegs ist? Es geht um die Studie, wo die Jugendlichen befragt wurden, ob für sie die Scharia oder das Grundgesetz mehr Bedeutung hat. Und alle in dieser Runde sind Muslime, wie Markus Lanz am Anfang gesagt hat. Das heißt, ein eigener Muslim hat diese Forschung hier betrieben und jetzt sagt sie, er wird dafür kritisiert. Und dann sagt sie auch noch ernsthaft, dass es auch die Christen machen würden, wo ich schon mal gesagt habe, nein, niemand würde auf die Idee kommen bei den Katholiken, dass der Katechismus über dem Grundgesetz steht. Ja, vielleicht die paar Exorzisten in der katholischen Kirche, die das mit der Menschenwürde nicht so genau nehmen. Okay, aber es gibt da ganz andere Probleme in der Kirche. Es ist hier aber immer wieder Frau Hübsch, die hier jedem in das Wort fällt, die auch jedem versucht, die Wörter im Munde herumzudrehen. Scharia, Kalifat, da klingeln ja alle Alarmglocken. Da verbindet die Mehrheitsgesellschaft nur ganz schlimme Dinge mit. Und ja, die gibt es. Ja, die gibt es. Und ihr hört, sie möchte ein Aber dran setzen, sie möchte relativieren. Und da breche ich die Szene für euch ab, denn das, was sie hier am Ende anführt, das ist witzlos, das ist belanglos. Ihr könnt euch die ganze Sendung gerne anschauen. 90 Minuten ist wirklich erdrückend, aber auch erhellend. Denn es gibt auch Muslime wie Herr Mansour, die nehmen kein Blatt vor den Mund. Und jetzt geht es hier mal um Sylt. Und Herr Mansour ordnet mal ein, wie er als Muslime, als Ausländer in Deutschland darauf reagiert hat. Offene Frage in die Runde. Vielleicht starten wir mit Ahmad Mansour. Sie das gesehen haben, was haben Sie da gedacht? Ich habe das nicht überbewertet. Super Reaktion von Herrn Mansour. Denn das wurde in der Sendung auch mitgeteilt und erzählt. Die Zuschauer hier im Kanal, die werden es besser wissen als ich. Früher war es viel öfter der Fall, dass der Ruf Ausländer rausgerufen wurde. Auch noch in Fußballstadien, in den Fankurven gab es ja noch die richtigen Springerstiefel und mit Glatze, die richtigen Nazis, die das gekrönt haben. Heute ist das gesellschaftspolitisch aus der ersten Liga, zumindest aus den Stadien, herausgedrängt, ja. Aber jetzt äußert sich hier direkt Frau Hübsch wieder. Wir haben wieder die Ausländerkriminalität rauf und runter diskutiert. Es wäre eine substanziellere Debatte gewesen, über Männerkriminalität zu sprechen. Das hat sie wirklich gesagt. Es wäre eine substanziellere Debatte, über Männerkriminalität zu sprechen, als über Ausländerkriminalität. Und das relativiert die Ausländerkriminalität. Sie hat noch viel schlimmere Sachen hier gesagt, deswegen schaut unbedingt bis zum Ende zu. Das war eine Sendung voller Wahrheiten bei Markus Lanz. Es ist sowieso in letzter Zeit bei Markus Lanz so, als hätte er anscheinend etwas Erleuchtung gefunden. Er bedient hier Themen,
die sonst verpönt gewesen sind. Aber Herr Mansour, er legt hier nochmal den Finger in die Wunde, warum wir in Deutschland inzwischen eine bigotte Gesellschaft sind, dass es nur noch darauf ankommt, ob man ideologisch auf der richtigen oder auf der falschen Seite steht. Und die aus meiner Kultur, was betreiben, was Straftäter oder Straftaten sind, dann sind das Kriminelle. Ich möchte nicht. Habt ihr das gehört? Sie ist ihm schon wieder ins Wort gefallen, als Herr Mansour gesagt hat, Leute, die wie er Muslime sind oder Ausländer sind, die Straftaten begehen, die sind Kriminelle. Und Frau Hübsch, sie relativiert wieder und hat nachgefragt, warum sie denn kriminell werden. Diese Frage, warum Leute kriminell werden, stellt sich nicht, denn die Antwort ist klar, sie missachten das Gesetz. Und ob es dafür ökonomische Gründe gibt, weil die Leute in Armut leben oder ob die Leute zu viel die falschen Fernsehserien geschaut haben, das ist irrelevant bei der Tatsachenbeschreibung, dass der Ausländeranteil bei den Straftaten überproportional zum Bevölkerungsanteil ist. Und hier geht es aber nochmal weiter. Ich habe mich aber gefragt, wo sind Sie eigentlich gewesen 2 Tage vorher, als an der Humboldt-Universität irgendwelche Studenten mit und ohne Migrationshintergrund Hamas-Symbole auf dem Wand gemalt haben? Wo waren Sie, als Sie Orte des Zweifels, Orte der Kultur unserer Universitäten zu unsichere Orte vor Juden gemacht haben? Und diese selektive Empörung, nur dann empört, wenn es ideologisch passt, das stört mich. Super Worte von Herrn Mansour und dafür gehört ihm eigentlich das Bundesverdienstkreuz verliehen und noch weitere Orden, die wir hier ihm verleihen können. Er findet das nicht richtig, dass wir mit zweierlei Maß messen. Er sagt, wenn ihr das in Sylt so scharf kritisiert, dann müsst ihr auch die Sachen, die in Berlin an den Universitäten passiert sind, genauso scharf kritisieren. Für euch mal Fun Fact am Rande, Herr Mansour, er ist Muslim. Er ist sogar Israeli, das heißt, er hat sogar einen Pass des Staates Israel und er äußert sich hier gleich nochmal richtig, richtig zu seinem Herkunftsland und dazu, was man dazu sagen darf und was man sagen muss. Israel-Kritik ist legitim. Auch die israelische Vorgehensweise in Gaza zu kritisieren, ist legitim. Das tun auch die Israelis. Machen wir hier aber auch das, in der Sendung regelmäßig. Absolut, zu Recht. Habt ihr gehört? Ein Israeli, der selbst sagt, dass man seine eigene Regierung kritisieren muss. Aber man darf eben nicht in den Antisemitismus abschweifen. Und jetzt geht es hier nochmal um die Universität und um die Symbole, die sie in dieser Universität an die Wand geschmiert haben, die von allen Leuten Steuergeld, also auch deinem und meinem, jetzt wieder in einen Normalzustand versetzt werden müssen, dass es eine Bildungseinrichtung ist. Aber die Bildung ist dieser Einrichtung wohl schon länger ferngeblieben, denn sonst hätte es solche Auswüchse dort gar nicht gegeben. Dass wir bei den Ausländern raus so empört sind, aber hier eigentlich kaum irgendwie Reaktionen zu spüren sind. Aber das sehe ich gefährlich, jetzt das eine gegen das andere auszuspielen. Ja. Also wir waren besüllt und dann relativiert sich das eine, indem man sagt jetzt aber. Ja, weil ich eine These dahinter habe. Ja. Und zwar, dass in unserer Gesellschaft mittlerweile die Empörung so selektiv ist. Ich möchte, dass wir uns über beide empören. Aber die Frage ist, warum tun wir uns schwer bei einer Sache und bei den anderen? Der Vergleich finde ich schwierig. Absolut nicht. Und Nahostkonflikt ist die andere Sache. Beide sind menschenfeindliche Einstellungen, die abzulehnen sind. Habt ihr das gehört? Der Vergleich zwischen Sylt und Gaza, er wäre schwierig. Die Muslime wollten das direkt von sich weisen. Aber Herr Mansour, selbst Muslim, sagt, es geht um Menschenverachtung in beiden Fällen und darüber muss man sprechen. Es geht hier allerdings schon wieder weiter. Frau Hübsch wieder in Höchstform. Eine Rolle. Wir sind ja zu Hunderttausenden hier auf die Straße gegangen, weil wir eben eine sehr starke rechts- und teilweise rechtsradikale Kraft haben. Aber um noch mal bei diesen Studentendemonstrationen zu bleiben, da geht es ja noch mal um was anderes. Da geht es, ich meine, es ist klar, wo Judenhass stattfindet, muss der Rechtsstaat angreifen, da muss gehandelt werden, da gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Aber jetzt so zu tun, als ob alle, die im Moment für das Leid in Palästina und für das Leid in Gaza, die darauf aufmerksam machen möchten, dass das alles Antisemiten werden. Das hat hier keiner gesagt. Ja, aber Sie müssen... Jetzt bringen Sie das sozusagen zusammen und an der Stelle gehört es. Habt ihr gesehen, was Frau Hübsch hier versucht hat? Erst hat sie wieder zu Hunderttausenden die Demos gegen die rechtsextreme Gefahr, ohne die AfD beim Wort zu nennen, ins Spiel gebracht, hat gesagt, die Studentenproteste sind was völlig anderes, um sie damit viel zu relativieren und
Dann kommt sie am Ende um die Ecke und legt den Teilnehmern der Runde hier Wörter in den Mund, die niemand gesagt hat. Markus Lanz hat hier souverän reagiert, ihr direkt das Wort quasi wieder im Munde zurechtgerückt und die Situation beendet. Jetzt kommt hier jemand, der Mann, der ist auch Muslime, auch wenn er nicht so aussieht, und er ist vor allem Jurist in Deutschland geworden und er betreibt auch einen Podcast, aber er hat hier wirklich fundierte, sachliche Kritikpunkte und er kennt auch Deutschland lang genug, um zu verstehen, was die Probleme der muslimischen Gesellschaft sind. Der Wunsch, Zwei-Staaten-Lösung, der Wunsch, dieser Krieg soll aufhören, das ist alles berechtigt. Und da werden Sie selbst in Israel viele, viele Meinungen finden, ja, in der Bevölkerung, die das mehrheitlich unterstützt. Das Problem innerhalb der pro-palästinensischen Szene, gerade aus der muslimischen Perspektive, ist, dass diese Formulierungen mittlerweile als Worthülsen benutzt werden, ohne über die tatsächliche Reflexion in den eigenen Gemeinschaften öffentlich zu diskutieren. Bei vielen und bei weiten Teilen der muslimischen Community gibt es die Sehnsucht der Befreiung Palästinas, die Sehnsucht, Jerusalem zu befreien, die Sehnsucht, es möge keinen israelischen Staat mehr geben. Und in einem solchen Kontext, wenn man das ausblendet, ist natürlich die Formulierung, ich möchte eine Zwei-Staaten-Lösung, ich möchte einen gerechten Frieden, ich möchte from the river to the sea als nicht antisemitisch verstanden wissen, fällt ins Leere, weil es häufig anders gemeint wird. Habt ihr gehört? Ihr könnt gerne nochmal zurückspulen. Der Mann spricht das aus, was ich auch kritisiere, dass den Palästinensern aktuell bedingungslos ein Staatenrecht zugesprochen wird, ohne die Bedingungen klar zu halten, welche Rechte hat Israel, welche Pflichten hat Israel, welche Rechte hat Palästina, welche Pflichten hat Palästina. Und es wird hier vermischt mit der Propaganda, die im Krieg immer stattfindet. Es gibt auch israelische Propaganda natürlich, aber auch hier der Hamas-Propaganda. Es ging hier bei dem Theologen in der Sendung bei Markus Lanz da auch um Deutungen des Koran. Das habe ich hier mal rausgelassen. Das ist sehr spezifisch, dieses Thema. Und da gibt es auch Worte, die die Hamas den Propheten in den Mund legt. Aber hier kommt nochmal er zu Wort. Wie soll ein palästinensischer Staat... Von welcher Seite haben Sie das aus der palästinensischen Szene. Okay. Wie soll ein solcher Staat in friedlicher Nachbarschaft mit Israel existieren? Dazu gibt es keinen einzigen Satz... Haben Sie da was von der pro-israelischen Szene gehört? Dazu gibt es in den ganzen Demonstrationen keine einzige Wortmeldung, die das positiv formuliert, weil die Unterstützung für die Hamas im Nahen Osten, für die von der Hamas perpetuierte Position einer eigenen Selbstbehauptung gegenüber Israel, die Vernichtung Israels immer mitdenkt. Und da gibt es keinen deutlichen Widerspruch. Habt ihr das gehört? Das sind Worte von einem Muslime. Das sind nicht meine Worte. Aber es ging hier zum Ende der Sendung dann nochmal heiß her. Ahmad Mansour sagte, wir können jetzt nicht die Sendung beenden und können hier alle so tun, als sind wir frei von Schuld. Uns sehr einfach machen, indem wir jetzt auch in dieser Runde nicht die Verantwortung übernehmen. Die Verantwortung für Jahrzehnte Erziehung und Erzählungen, die anti-israelisch und anti-jüdisch und antisemitisch ist. Anti-westlich, natürlich, an erster Stelle. Auch anti-westlich, natürlich. Ja, und es ist heute noch so, dass es Schulbücher gibt, die gewisse Dinge über die Juden erzählen und über den Rest vom Westen, die einfach, schlicht und ergreifend in unserem Lande Volksverhetzung wäre. Ganz schlicht und einfach. Aber das wollen sie nicht hören. Sie wollen der UNRWA lieber wieder Geld geben, um diese Schulbücher zum Beispiel zu finanzieren. Hat in der Vergangenheit super geklappt. Anstatt, dass man weiter die Hilfsgüter liefert, Essen, Trinken, direkt dorthin liefert mit dem eigenen Bundeswehrflugzeug, um zu wissen, dass es ankommt. Ja, nein, auf die Idee kommen sie nicht. Aber hier nochmal zum Abschluss, harte Szenen. Sagen wir uns, ein warum? Übergroßer Teil keinen deutschen Pass hat. Weil sie Ausländer sind? Ist das der Grund? Bitte, oder weil bestimmte Strukturen das ist jetzt sehr unterkomplex, Frau Hübsch. Das ist sehr unterkomplex. Sie können, bitte. Es geht nicht so, dass wir so diskutieren auf dem Niveau. Sind stärker von Armut und deswegen, betroffen. Weil sie Ausländer sind, sind sie kriminell. Nein, das hat hier niemand gesagt. Aber das hat doch keiner gesagt. Wird, wenn man den Titel macht Ausländerkriminalität, man könnte ja fragen, sind Migranten gleich häufiger von Armut betroffen? Häufiger davon betroffen, dass sie keine gleichwertigen Bildungschancen haben? Das ist die Struktur. Das ist, das ist nein, ich war bei Markus Lanz vor ein paar Wochen genau zu diesem Thema. Und keiner hat von Religion gesprochen. Wir reden hier von Sozialisation. Wir reden hier von kulturellen Ausprägungen. Egal, woher die kommen, nur der entscheidende Punkt ist doch, wir müssen doch über ein paar Dinge müssen wir uns doch im Klaren sein. Und wir müssen doch wissen, wie die Daten aussehen, schlicht und ergreifend.
Ja, aber lösungsorientiert. Und dann müssen wir uns fragen, was können wir denn tun? Naja, stellt sich dann daraus ja auch die Frage der Konsequenz. Wenn Menschen keinen deutschen Pass haben, Menschen, die vom ersten Tag ihrer Ankunft hier in diesem Land erkennbar nur Mist machen, die möchte ich in dieser Gemeinschaft nicht haben. Und ich Wahre Worte von Markus Lanz. Und wirklich eine heftige Sendung zum Thema Islam, besetzt nur mit Muslimen. Jedem, der sich das antun kann und etwas lernen möchte, der kann sich das gerne mal anschauen. Es ist am Ende hilfreich in der Debatte, denn auch so Leute wie Frau Hübsch, die müssen in die Öffentlichkeit gezerrt werden, um zu zeigen, was in unserem Land inzwischen in hohen Positionen sitzt und was hier gewisse Dinge relativieren möchte und verharmlosen möchte. Aber der Shitstorm, den diese Frau immer abkriegt, der ist groß genug. Ich muss dazu nicht aufrufen. Ihr könnt euren Hass und euren Frust auch in nette Worte packen und eine ablehnende Haltung einnehmen. Das gebietet die Intelligenz und den Respekt auch gegenüber anderen, auch wenn sie anders denken als du und als ich. Das ist überhaupt kein Problem, solange sie sich an Recht und Gesetz halten. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir unbedingt mal einen Kommentar unter dieses Video. Wie siehst du die ganze Sache? Wird Markus Lanz hier so langsam erleuchtet? Oder ist es einfach nur kurz vorm Wahlkampf? Will man mal ein anderes Thema bedienen? Bis bald.